Morgen, ich lese von der Stiftung Warentest, Medikamente im Testblut Hochdruck mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im dunkelgrünen Kapitel, das richtige Medikament finden. Und es geht in dem Abschnitt um Kinder, Frauen, Ältere. Und ich bin angekommen bei Hochdrucktherapie lohnt sich auch im Alter. Danach kommt Schwindel ist die häufigste Nebenwirkung und der Abschnitt endet mit einer Checkliste. Interessiert mich jetzt doch mal, nachdem ich die beim letzten Mal nicht gestellt habe. Es geht dabei noch grün abgesetzt um umstrittene Zielwerte. Und es gibt einen Arzneishake. Wenn bei Ihnen eine isolierte systolische Hypertonie vorliegt, sind vor allem Diuretika und Calcium-Antagonisten empfehlenswert. So. Hochdrucktherapie lohnt sich auch im Alter. Insbesondere bei älteren Menschen ist die Diagnose Bluthochdruck verbreitet. 3 von 4 Menschen, die über 70 Jahre alt sind, haben eine Hypertonie. Vielleicht fragen Sie sich, soll ich mich im fortgeschrittenen Alter noch mit Blutdrucktabletten belasten? Sind die Nebenwirkungen nicht mitunter größer als die positiven Effekte? Es ist tatsächlich nicht zu spät, eher im Gegenteil. Eine Behandlung mit Medikamenten senkt auch im Alter das Risiko für einen Herzinfarkt um mehr als 25% und für einen Schlaganfall um ein Drittel. Auch für Seniorinnen und Senioren gilt derzeit der Grenzwert von 140 zu 90 mm Quecksilbersäule. Die alte Faustformel 100 mm Quecksilbersäule plus Lebensalter, um den oberen Wert zu errechnen, hat schon lange ausgedient. Und grundsätzlich unterscheidet sich die Therapie nicht von derjenigen jüngerer Erwachsener. Die Behandlung erfordert allerdings mehr Fingerspitzengefühl und richtet sich nicht nur nach dem Alter, sondern auch nach dem Fitnesszustand des Patienten. So hat sich das Therapieziel bei Patienten, die über 80 Jahre alt sind und nicht mehr ganz so rüstig sind, etwas gelockert. Der Blutdruck muss nicht unbedingt auf unter 140 zu 90 mm Quecksilbersäule gesenkt werden, sondern bis zu 150 mm Quecksilbersäule sind noch akzeptabel. Umstrittene Zielwerte ist farbig abgesetzt. Die sogenannte Sprint-Studie aus dem Jahr 2015 zeigte, dass eine bestimmte Gruppe unter den älteren Patienten davon profitiert, wenn das Ziel der Therapie nicht bei 140 zu 90 mm Quecksilbersäule liegt, sondern sogar deutlich darunter. Nämlich Patienten über 75 Jahre mit hohem kardiovaskulärem Risiko. Also zum Beispiel mit einer Nieren- oder Herzerkrankung, die aber ansonsten fit sind, insbesondere keinen Diabetes haben und auch noch keinen Schlaganfall erlitten haben. Diese Patienten erlitten seltener einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, wenn ihr Blutdruck auf Werte von 123 mm Quecksilbersäule systolisch gesenkt wurde, im Vergleich zu Patienten, deren Blutdruck mit der medikamentösen
medikamentösen Therapie bei 135 mm Quecksilbersäule lag. Doch niedrigere Werte generell für ältere Patienten anzustreben, ist aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen betrafen die Vorteile nur eine ganz bestimmte Patientengruppe. Zum anderen traten öfter schwere Nebenwirkungen auf. So verschlechterte sich unter der strikten Therapie die Nierenfunktion häufiger als bei anderen Patienten. Überhaupt ist mit vermehrtem Auftreten anderer Nebenwirkungen wie Schwindel und Kreislaufproblemen zu rechnen, wenn der Blutdruck strikt gesenkt wird. Zudem wurde in der Sprintstudie mit einer unkonventionellen Methode der Blutdruck gemessen, nämlich der Mittelwert aus drei automatischen Messungen ermittelt. Das ergibt eher niedrigere Werte. So besteht die Tendenz in Deutschland, an den bisherigen Werten festzuhalten und bei betagten Patienten nicht so streng vorzugehen. Ich finde das mit der Mittelwertmessung ziemlich gut. Man kann sich da ruhig einen Moment hinsetzen und dann wird dreimal automatisch der Blutdruck gemessen. Führt, glaube ich, meiner bescheidenen Meinung nach zu einem Messwert mit einem geringeren Fehler. Schwindel ist die häufigste Nebenwirkung. Schwindel ist die häufigste Nebenwirkung. Der Blutdruck sollte möglichst behutsam gesenkt werden. Die Dosierung der Medikamente sollte so niedrig wie möglich sein. Denn im Alter lässt die Funktion der Nieren und Leber nach, wodurch Medikamente langsamer abgebaut und verzögert ausgeschieden werden. Deshalb wirken Blutdrucksenker bei älteren Menschen oft stärker als bei jüngeren. Außerdem reagieren ältere Menschen generell empfindlicher auf Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln, weil die Anpassungsfähigkeit des Organismus nachgelassen hat. Achten Sie deshalb darauf, wie gut Sie die Medikamente vertragen. Ist Ihnen schwindelig? Fühlen Sie sich benommen? Schwindel gilt als die häufigste Nebenwirkung einer antihypertensiven Therapie bei älteren Patienten. Es gilt, mit einer vorsichtigen Herangehensweise die Nebenwirkungen in Grenzen zu halten. Dafür ist auch Ihre Mitarbeit gefragt. Wenn Sie Beschwerden haben, sprechen Sie Ihre Beobachtung mit Ihrem Arzt. Weil eine medikamentöse Therapie bei Senioren heikler ist, kann es gerade auch für ältere Patienten sinnvoll sein, mit nicht-medikamentösen Maßnahmen zu beginnen. Auch wenn Sie über 70 oder 80 Jahre alt sind, es ist nicht zu spät, Ihre Ernährung oder Ihr Bewegungsverhalten im Alltag etwas zu verändern. Zum Beispiel, indem Sie Ihren Salzkonsum reduzieren. Das könnte einen großen Effekt haben, da der Blutdruck bei älteren Menschen häufig stärker auf Salz reagiert als bei jüngeren. So, jetzt gibt es noch einen Hinweis. In der sogenannten Pricus-Liste, lateinisch Pricus, altehrwürdig, sind über 80 Arzneistoffe aufgeführt,
die als potenziell ungeeignet für ältere Menschen gelten. Darunter sind auch Blutdruckmittel, allerdings nur solche, die als Reservemittel gelten. www.pricus.net. So, das Kapitel endet mit der Checkliste Besonderheiten. Nee, nicht das Kapitel, der Abschnitt endet mit der Checkliste Besonderheiten im Alter. Besonderheiten im Alter. Ist nur ihr oberer Wert erhöht, dann handelt es sich um eine isolierte systolische Hypertonie, die bei jedem zweiten Hochdruckpatienten ab dem 65. Lebensjahr vorkommt. Je größer der Abstand zwischen oberen und unteren Blutdruckwert, desto höher das Risiko für einen Schlaganfall oder eine andere Herz-Kreislauf-Erkrankung. Sie haben hohe Werte in der Arztpraxis und niedrigere zu Hause. Bei betagten Menschen ist die Tendenz zur Praxishypertonie besonders ausgeprägt. Eine 24-Stunden-Messung kann das aufdecken. Ist Ihr Blutdruck im Sitzen erhöht, im Stehen aber sehr niedrig, dann leiden Sie unter einer orthostatischen Hypotonie. Das ist keine Hypertonie, steht hier auch. Also einem niedrigen Blutdruck im Stehen. Der Organismus schafft es nicht mehr so gut, die obere Körperhälfte mit Blut zu versorgen. Schwindel und Schwarzwerden vor Augen können die Folge sein. Ist Ihr Blutdruck mit Medikamenten, in Klammern scheinbar, schlecht einzustellen und gleichzeitig haben Sie Beschwerden eines niedrigen Blutdrucks wie starke Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Schwarzwerden vor Augen, dann handelt es sich um eine Pseudohypertonie. Dann kann es sich um eine Pseudohypertonie handeln. Das Blutdruckgerät zeigt so hohe Werte an, weil die Blutgefäße so starr sind, dass sie durch die Manschette nicht richtig zusammengedrückt werden können. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über diese Möglichkeit. Wären Sie morgens nach dem Frühstück müde und möchten sich am liebsten wieder hinlegen, die Ursache kann ein besonders niedriger Blutdruck sein, weil die Medikamente, die Sie zusammen mit dem Frühstück eingenommen haben, zu wirken beginnen und gleichzeitig viel Blut für die Verdauung benötigt wird. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Medikamente über den Tag anders verteilt werden können. So. Einzeln oder in Kombination. Das ist der letzte Abschnitt des dunkelgrünen Kapitels. Ich mache jetzt erstmal Schluss für heute Morgen. Bis später. Tschüss.